1985 mieten Gabi und Reinhold Hesser am Ortsausgang Richtung Alpen alte Hallen und Gebäude an, in denen sie eine Zweigstelle der Emmaus-Gemeinschaft aufbauen. Hier können bis heute Flohmarktartikel, Kleidungsstücke, Möbel und weitere Schätzchen einen neuen Besitzer finden. Die Gemeinschaft nimmt Menschen auf, die Hilfe brauchen oder auch einfach gezielt hier leben und arbeiten möchten. 5 Jahre später werden die Gebäude von der 1949 in Frankreich gegründeten Emmaus-Gemeinschaft gekauft. Die Bauten sind tatsächlich schon sehr viel älter. Was aber hat es damit auf sich? Am 1. September 1896, 2 Jahre bevor diese Postkarte versendet worden ist, erfolgt die Grundsteinlegung des Gebäudes. Nach nur 4 Monaten Bauzeit eröffnet Gerhard Terlinden hier die Stuhlfabrik Phoenix AG mit 82 Angestellten. Bereits 3 Jahre nach der Firmengründung sind neben den 120 Festangestellten 480 Menschen in Heimarbeit angestellt. Pro geflochtenem Sitz gibt es 35 Pfennige. Auch in Kapellen eröffnet Terlinden eine Fabrikation für Stühle. Die Zahl der benötigten Arbeiter wächst rasant. Die inzwischen 40 modernen Maschinen scheinen den Menschen eine gute und sichere Zukunft zu bringen. Jedoch verschwindet Terlinden so plötzlich, wie die Fabrik zuvor gewachsen ist. Er unterschlägt eine hohe Geldsumme und wandert nach Amerika aus. Gerüchten zufolge wird Terlinden in den 20er Jahren noch einmal gesehen, wie er durch Sonsbeck und Kapellen reitet, um sich die Dörfer anzusehen. Angeblich hat er sein Geld in Amerika gut investiert. Die Fabrik wird kurz vor dem Ersten Weltkrieg von Paul Hausotte übernommen, der trotz der schwierigen Zeiten viele Arbeiter der in Kapellen geschlossenen Fabrik übernimmt und seinen 200 Angestellten Brot und Arbeit geben kann. Diese Auszüge aus dem Produktkatalog zeigen, dass die Bandbreite der Stuhlfabrikation sehr groß ist und die angebotene Ware dem Zeitgeist entspricht. Während des Krieges folgt ein dunkles Kapitel der Firmengeschichte. Französische und belgische Zwangsarbeiter müssen die Produktion aufrechterhalten. Nach dem Kriegsende 1918 bricht dann die Wirtschaft in Deutschland fast komplett zusammen. Hausotte verkleinert das Unternehmen drastisch und kann es so noch weitere Jahre bis 1935 über Wasser halten, ehe er endgültig schließen muss. Im Zweiten Weltkrieg werden in den Hallen wieder Zwangsarbeiter untergebracht, diesmal vorwiegend aus Serbien, ehe sich hier nach Kriegsende holländische Besatzer kurzzeitig einquartieren. Nach dem Krieg kehren nochmals Stühle in die Hallen zurück. Die Firma Kerstgens pachtet große Teile der Gebäude und stellt hier niederrheinische Sitzmöbel her. Später baut Kerstgens die Möbel in neueren und moderneren Hallen an der Alpener Straße. Die turbulenten Jahre gehen für das Gebäude weiter. Zwischen den 1960er und 80er Jahren wechseln sich eine bunte Mischung aus verschiedenen Nutzern mit langen Zeiten des Leerstandes ab, ehe die Emmaus-Gemeinschaft Kontinuität in Sachen Nutzung herstellen kann.